Wolfgang Schäuble wird am 18. September 1942 in Freiburg geboren. Seit 1965 ist er Mitglied der CDU. 1972 zieht Schäuble in den Bundestag ein. Von 1989 bis 1991 ist Schäuble Bundesinnenminister im Kabinett Kohl III. Im Oktober 1990 wird Wolfgang Schäuble bei einer Wahlkampfveranstaltung Opfer eines Attentats. Zwischen 1991 und 2000 führt Schäuble die CDU-Bundestagsfraktion an. Im Jahr 98 wird er Parteichef. Im Februar 2000 tritt er im Zuge der CDU-Spendenaffäre zurück. 2005 macht Angela Merkel Schäuble dann zum Bundesinnenminister. Im Jahr 2009 wird er Bundesfinanzminister und bleibt das für zwei Legislaturperioden. Von 2017 bis 2021 ist er Bundestagspräsident. Am 26. Dezember 2023 stirbt Wolfgang Schäuble. Bis zu seinem Tod bleibt er Mitglied des Bundestags, insgesamt 51 Jahre.